mit mir den unglaublich intelligenten Meister des Heimkinos und des Laser-TVs hier bei mir live, Ecki Schmidt. Yeah. Hallo. 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 Hallo, liebe Zuschauer. Du hast hier uns mitgebracht von GigaBlue. Genau, ein Laser-TV mal wieder, einen neuen. Von einem Hersteller, der eigentlich noch gar keine Laser-TVs hierzulande gebracht hat. Hat GigaBlue. Der einen Namen? Der heißt Humsunma 3. Also Laser-TV HC3. HC3, das ist doch mal ein Wort. Und verspricht er auch, oder beziehungsweise hält er auch, was er verspricht? Ja, es ist tatsächlich sehr interessant, neben dem extravaganten Design. Design ist natürlich Geschmackssache. Mir persönlich gefällt es. Diese Kühlergrill vorne und dieses absolut matt-schwarze obere, ist wirklich komplett matt. Ich finde, das wirkt sehr edel und wird auch in modernen Wohnzimmern sich gut anpassen. Von den Specs her 3000 Ansi-Lumen, also wirklich 3000 Lumen, damit ein sehr heller, und jetzt kommt's, RGB-Laser. Ein 3000 Lumen RGB-Laser. Bisher sind die bezahlbaren RGB-Laser immer recht dunkel gewesen und die sehr hellen RGB-Laser sehr teuer gewesen. Ja. Und er ist tatsächlich sehr hell und dabei sehr günstig, denn er hat nur einen Preis von 2.399 Euro. Das ist für einen RGB-Laser dieser Lichtklasse ein echtes das Schnäppchen. Das ist auf jeden Fall ein Maßstab. Genau, richtig. Also was haben wir denn hier zum Beispiel noch mit anzubieten? Ich sehe jetzt hier ein kleines Zusatzkästchen. Genau, das ist die nächste Besonderheit von dem Gerät. GigaBlue, manche von euch werden es vielleicht kennen, die haben spezielle Receiver, Satellitenreceiver und Kabelreceiver im Programm. Und die Besonderheit ist, dass diese Receiver das nicht nur ein Gerät versorgen können, sondern die können senden. Die senden praktisch die Fernsehsender ins WLAN, also ins Netzwerk. Und dann braucht man so einen Empfänger. Und dieser Empfänger, der arbeitet wie so ein Client. Und ja, damit kann man tatsächlich dann alle Fernsehsender abrufen, die der Receiver empfangen kann. Das heißt, man hat praktisch so viel Receiver, wie man will. Das ersetzt dann einen kompletten Receiver. Und deshalb braucht dieses Gerät auch keinen eigenen TV-Tuner und keinen eigenen Anschluss, sondern nur irgendwo im Haushalt muss dieser GigaBlue-Receiver stehen. Und dann reicht dieser kleine Empfänger, der gleichzeitig auch noch Android 13 beinhaltet und streamt. Also man hat eine komplette smarte Oberfläche und auch noch einen Empfänger für eben diesen speziellen Receiver von GigaBlue. Man muss jetzt auch nochmal vielleicht dazu sagen, dass GigaBlue ist ein Hersteller, das ist also alles andere als eine Eintagsfliege. Genau, die gibt es schon viele, viele 30 Jahre. 30 Jahre. Vertraut da also schon der Fachhandel auf die SAT-Receiver, genau, und Kabelfernsehen-Technik. Genau, richtig. Das ist also ein fast schon ein Traditionsunternehmen. Urgestein in genau dem Sektor, also ein Stein in der Brandung. Und wir haben jetzt hier das Glück, alle die jetzt hier auf Kabelfernsehen und auf Sat-Fernsehen schwören, die können jetzt mit einem, hast du jetzt erwähnt, mit einem einzigen Receiver das ganze Haus befeuern. Genau, richtig. Man braucht nur diese kleinen Empfänger, die gibt es auch einzeln. Hier ist er natürlich dabei. Und dann können die alle von einem einzigen Receiver gefüttert werden. Echt eine schöne Lösung, die gerade im Fall eines Laser-TVs dann diesen ganzen Aufwand ersetzt. Aber trotzdem kannst du über Internet, kannst du ganz normal streamen, genau, auch über Netflix. Also, genau, also man braucht jetzt nicht zwingend diesen Receiver. Genau. Man kann über dieses Gerät auch direkt alles streamen. Ich sag jetzt mal, auch Netflix natürlich. Es geht natürlich jetzt, wie gesagt, ich sag jetzt mal dazu TV 3.0. Kann man damit machen, also über, genau, via Internet, richtig, wenn man eine dicke Leitung und, hat. Und das hat man uns gegenüber auch nochmal betont, das wird auch in Deutschland, dieses System hier mit dem Receiver-Empfänger und dem smarten Betriebssystem wird in Deutschland entwickelt. Also das ist natürlich Android-basierend, aber wird hier alles optimiert und programmiert, damit das mit diesem Empfänger funktioniert. Das ist eine schöne Sache. Losgehen soll es jetzt ja in Kürze. Genau. Also jetzt, richtig, wenn wir den Video veröffentlichen, soll er unmittelbar jetzt auch in den Startlöchern stehen. Genau. Freut euch. Und wir können also auch hier 90 bis 150 Zoll, richtig, Bildschirmdiagonale alles realisieren. Elektrisch einstellbar. Ja, jede Bildgröße, die man möchte. Ne? Von
moderat, 90 Zoll, was ja auch schon groß ist, bis 150. Ne? Also geht alles vollautomatisch über die Fernbedienung. Du hast Corner Correction. Typische Fernbedienung. Ja, du hast die nötige Helligkeit, das hast du schon erwähnt. Genau. Gut wäre natürlich eine CLR-Leinwand. Genau, er kommt ohne Leinwand. Die kann man dann mit verschiedenen Leinwänden kombinieren. Mit einer CLR-Leinwand wie hier oder mit einer Fresnel-Leinwand, wenn man noch mehr Licht will. Wenn der schon 3000 Lumen macht und man kombiniert nochmal Fresnel, dann hat man richtig Light-Power auf der Wand. Dann kann man auch in hellen Räumen noch richtig was bewirken. Und du bekommst für die 2.399 Euro auch BT20, 20 den vollen Farbraum. Richtig. Und mehr. Richtig, genau. Also genau, er hat auch 107 oder 110% BT2020, übertrifft den sogar. Kann natürlich auch DCI-P3 darstellen und alles, was man so bei RGB-Lasern farblich da rausholen kann. Echt eine sehr schöne Sache, natürlich auch HDR-tauglich. Er hat sogar ein dynamisches HDR, also er ist auch da wirklich sehr, sehr aktuell. Das ist von der Fernbedienung wieder die typische? Genau, ne? Das hat irgendwie Amazon sozusagen verbrochen. Ne? Die sehen alle so aus wie die von dem Amazon Fire Stick, aber gut, es ist zweckmäßig, Steuerkreuz aufs Wesentliche reduziert und natürlich die wichtigsten Apps, was haben wir hier? Netflix, Amazon Prime und die Beamer-Einstelltaste, das ist eigentlich ganz gut gemacht, weil man hat einerseits Android und andererseits die Beamer-Konfiguration, das ist eine ganz schöne Sache. Gut, aber ich muss jetzt sagen, auch die Form ist jetzt, sagen wir mal, schon sehr modern. Ja. Man kann das, wenn man... Also ganz ehrlich, er sieht in echt noch einiges eleganter aus als auf so Bildern. Den muss man eigentlich mal in echt gesehen haben. Genau. Also das ist, er wird ja dann auch demnächst, wenn er jetzt endlich dann erscheint, auch bei uns vorführbar sein. Also da haben wir uns schon darauf verständigt, dass wir den mit aufnehmen. Ja, sehr schön. Ist ja sehr, sehr interessant auch. Ja, ne? Das richtig. Ganze Angebot, der Preis ist interessant. Zeigt ihr das Leistung. Dann auch in Kombination mit dem Empfänger, wenn man das will? Weil das würde mich auch mal interessieren. Ja, wir haben also das komplette Vollangebot. Ja. Man kann es kombinieren, man muss es nicht. Nee, das ist wie gesagt optional, genau. Wenn richtig. Jemand, es macht ja keinen Sinn, wenn du eine große Internetleitung hast. Genau. Und du hast schon deine Abos, Netflix, was gibt es da alles? Apple, genau, Disney, TV, Paramount, meine Güte. Hast du schon das volle Programm, vielleicht noch Sky? Ja, Sky, ja, aber für was brauchst du es denn dann? Aber es gibt ja auch, sagen wir mal, die Zuschauer und die Benutzer, die aber, sagen wir mal, jetzt das Ganze so gewohnt sind und das auch gerne so weitermachen möchten, die dann vielleicht einen Blu-ray-Player nehmen als Zuspieler. Ja, wir kriegen es ja mit. Also Laser-TVs waren ja eigentlich traditionell immer ohne Tuner. Da haben sich schon Leute beschwert, gesagt, wir brauchen Tuner. Dann gab es die Geräte mit Tuner. Die braucht aber auch wieder nicht jeder. Eigentlich ist das hier ein ziemlich guter Kompromiss. Ne? Also das ist auch eine wirklich schöne Lösung, zumal man das eben zentral dann steuern kann. Aber da ist ja jeder selber, kann sich das selber aussuchen. Das ist, wie gesagt, fest dabei. Ja. Ja, gut. Dann gucken wir uns doch mal an. Machen wir mal an, genau. Wie die Qualität rüberkommt. Genau, sehr spannend. Vielen Dank, bis gleich. Sweet memories turning sour. Yeah, I said that I forget all these memories in my head, but it's the only thing I have left. I keep my hopes up. One day you'll show up. Tell me that you love me again. Ah, guck mal, der ist noch gar nicht auf, jetzt ist der auf hell. So. Was ist denn hochdynamisch? Ach ja, der hat so eine dynamische Steuerung. Lass den einfach mal auf hell. So, das sieht gar nicht schlecht aus jetzt. Ja. Und jetzt haben wir als erstes die Jalousie. Noch nicht ganz runtergefahren, das mache ich jetzt in diesem Moment. Und dann haben wir im Prinzip Heimkino-Bedingungen. Wir haben jetzt nur hier auf der rechten Seite im hinteren Bereich ist ein großes Fenster, das jetzt immer noch Tageslicht geflutet ist. Ja, man sieht schon wirklich, wie hell der ist. Wir haben ja jetzt hier einen sehr großen Screen, 120 Zoll. Ja. Und kontraststark ist er auch. Sieht wirklich ziemlich spektakulär aus, muss ich sagen. Ja.
Ja, da braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen. Ja, es ist halt, genau. Also, dann haben wir die RGB-Farben vom RGB-Laser. Das ist natürlich ein extrem großer Farbraum. Dafür ist diese Demo ja auch ausgelegt. Die ist ja auch für Laser-TVs, glaube ich, gemacht von Hisense. Die haben extreme Blau- und Rottöne. Das wird man im YouTube-Video nicht so sehen können. Die Helligkeit ist beeindruckend. Schwarzwert ist gut. Ein extrem großer Farbraum natürlich. Ne? Ja. Und scharf ist er tatsächlich auch. Nicht? Also, wir hatten schon unschärfere hier. Aber du wirst ja jetzt gleich noch die smarten Eigenschaften. Ja, richtig, zeigen. Genau. Wenn wir jetzt hier mal auf die, das ist jetzt, wenn wir jetzt mir auf die Home-Taste drücken, oder ich gehe jetzt hier mal, genau, erstmal auf den anderen, dann sehen wir die smarte Oberfläche. Das ist natürlich Android-basierend, kennt eigentlich jeder. Die Empfehlungen, die Apps. Ja, die freie App ist hier YouTube natürlich, die hat man mal schnell aufgerufen. Man sieht, dass das sehr schnell läuft. Und was wird uns hier heute empfohlen an Videos? Machen wir mal hier, was weiß ich, ja, Mr. Bean, keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Totale Idioten bei der Arbeit mit der Kamera gefilmt. Das passt zu uns. Ah, und natürlich wieder die übliche Werbung. Die Werbung. Allerdings in nicht so guter Qualität. So, aber das liegt jetzt wohl an YouTube. Hallo zusammen. Jedem von uns. So, also auf jeden Fall. Aber manche davon sind so lächerlich, dass sie es wert sind. Ja gut, das ist jetzt natürlich von der Bildqualität. Ja, du müsstest jetzt vielleicht nochmal zum Abschluss nochmal irgendwas in 4K suchen. Ja, richtig. Irgendwie sowas in der Art von Tokio oder irgendwie sowas. Ja, ich gebe mal 4K ein, hä? Ich weiß nicht, was man suchen. Und dann kann ich schon mal hier die Zeit nutzen, noch mal darauf hinzuweisen, dass wir natürlich hier diesen HC3 von GigaBlue hier vorführen. Ja. In vollster Ausstattung. Und so, wir haben also auch die passenden Screens dazu. Ach, hier haben wir doch die schönen. Und hier haben wir genau das, was du eigentlich immer... Die kennen wir ja. Oh ja. Immer. Ja, das sieht schon wirklich gut aus. Was du immer im Angebot hast, ne? Ich habe ihn jetzt hier auch schon ein bisschen optimiert. Out of the box ist er von den Farben. Sind das deine Urlaubsvideos oder? Ja, schön wär's, ne? Mach nie Urlaub, ich arbeite immer. Also, er ist out of the box von den Farben ein bisschen kräftig, weil er so ne, diesen großen Farbraum hat. Das hier ist jetzt schon was optimiert. Und das sieht jetzt eigentlich jetzt schon ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also jetzt ist er von der Natürlichkeit schon wirklich... ziemlich gut. Also wir werden da noch eigene Einstellungen finden, Einstellungen, Empfehlungen machen, wie man den am besten einstellt. Aber also die Stärken, viel Licht, scharfes Bild, intensive Farben, die hat er auf jeden Fall. Und er sieht jetzt auch, also er macht sich meiner Meinung nach auch wirklich gut auf so einem Lowboard. Dieser moderne Style. Ja, also wir haben auch hier jetzt in diesem Moment einen Kontrast, aber der macht sich mit Sicherheit auch sehr gut mit Glasmöbel, ja. Jetzt zum Beispiel von Spektral. Genau. Da haben wir ja alles im Programm. Ja. Was diese große Leuchtdiode angeht, die hat verschiedene Farben, ganz schick. Man kann sie aber ausschalten, wenn sie einen stört. Habe ich schon geguckt hier im Menü. Achso, das können wir ja eigentlich auch nochmal bei der Gelegenheit zeigen. Er hat hier natürlich dann das eigentliche Einstellmenü für Bild. Das sind dann die wichtigsten Funktionen. Da ist eigentlich auch alles mit hier an Bord, was man so braucht. Er hat auch eine Zwischenbildberechnung, dynamisches Regelung für den Kontrast, Farbtemperatur, Weißabgleich, das kann man alles machen, Color Management. Also das ist alles mit dabei. Und 3D, ganz wichtig, genau, haben wir noch ganz gar nicht genau. Erwähnt. Es gibt ja nicht mehr viele Geräte, die 3D können. Er kann 3D, gerade mit dem viel Licht und mit der DLP-Kombination. Natürlich eine schöne Sache für 3D. Also wirklich... für die Großbild-3D-Fans, ja. Also ich sage jetzt auch nochmal, was für Screen. Ja. Muss man unbedingt eine Screen haben? Wahrscheinlich, also wie gesagt, die... Da, jetzt habe ich sie ausgeschaltet. Du hast ausgeschaltet. Aber es ist, sagen wir mal, die Bildqualität steigert sich schon um... Wie viel Prozent würdest du sagen, wenn man jetzt eine CLR-Screen einsetzt? Ah ja, deutlich, einsetzt? Keine Ahnung, mehr als 100%. Also mit einem weißen... Unter restlichen Bedingungen kann man mit einer weißen Wand einfach kein kontrastreiches Bild projizieren. Also wenn man komplett abdunkelt schon, aber nicht im Wohnzimmer oder wieder weiße Wände das Streulicht erzeugen. Mit CLR wird das Bild wirklich mindestens doppelt so gut. Und wenn man einen Fresnel-Screen nimmt,
dann kann man es auch noch richtig tageslichttauglich machen. Aber ich finde diese Lösung hier besonders schön, weil die ja elektrisch sogar einrollbar ist. Das heißt, wenn man den Laser-TV nicht nutzt, dann fährt man die nach oben wie so eine Heimkino-Leinwand und danach hat man da noch entweder einen anderen Fernseher oder ein richtig schönes Bild an der Wand. Das ist eigentlich viel eleganter, als wenn man jetzt einen 100-Zoll-Fernseher sich an die Wand hängen würde. Ja. Das ist ja auch viel mehr als 100 Zoll hier. Also insgesamt ausgewogen, auch nochmals zum Sound. Die integrierten Lautsprecher machen durchaus auch Power, auch Volumen. Definitiv besser als die meisten anderen, die jetzt am Markt sind. Insgesamt ein sehr gelungenes Gerät, zu einem wirklich extrem fairen Preis, wie ich finde. Doch, aber auch die Bildqualität kann mich überzeugen. Ja, ja, ich habe den jetzt schon ein bisschen, gesagt, ein bisschen optimiert. Genau, ja, das ist wirklich, wirklich hell. Also. Ja, Ecki, dann denke ich, haben wir so gut wie das Wichtigste genau. gezeigt. Schaut ihn euch selber mal an. Vielleicht noch anschließend, also GigaBlue, das ist ja eine deutsche Firma. Das heißt, man hat auch nicht irgendwie bei Garantie Problem, hat man direkt einen deutschen Partner mit einem Service in Deutschland, der sich bei sowas da beschäftigt. Das haben wir nämlich auch nochmal erfragt. Genau. Denn das ist bei manchen anderen Fabrikaten nicht so klar. Genau. Also, wie gesagt, Termin machen, vorführen lassen, jo. Beziehungsweise Film gucken und man kann den dann auch bei uns im Internet natürlich bestellen. Alles klar. Also, vielen Dank, macht's gut, bis dann, tschüss. Tschüss. Oh, er sieht aber echt nicht schlecht aus hier. Kann man sich dran gewöhnen, guck mal. Why do I end up like this? Waiting by the phone like you call me again. I've been down low ever since. And I don't know how long it's been. Days pass by like it's hours.